Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Oder wir zerbrechen. Stück für Stück, Spielzug und Spielzug, bis wir am Ende sind. Wir stecken knöcheltief in der Scheiße, Mann. Das könnt ihr mir glauben. Und wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ganz Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück für Stück nach oben. Wir kämpfen hier um jeden Zentimeter. Ja. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. Wir krallen uns mit den Fingern in die Erde für jeden Zentimeter. Weil wir wissen, wenn wir die Zentimeter zusammenzählen, die wir geholt haben, ergibt das am Ende den verdammt wichtigen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Mehr noch, zwischen Leben und Tod. Ich sag euch eins, in jedem Kampf gewinnt nur der, der für ein Stückchen Erde sein Leben einsetzt. Und ich weiß, dass noch Leben in mir ist, solange ich auch bereit bin, für dieses Stückchen zu kämpfen und zu sterben. Weil es das ist, was für mich Leben heißt. Dieses kleine Stück, das ihr vor euch seht. Also, was werdet ihr tun? Yeah.